Folge Nummer 62 von Avarium. Wir sind letztes Mal noch Richtung Dingens hier geflogen, Ausrüstungsdock, um was zu ändern. Und jetzt ist der letzte Pirat gerade auch weg. Die war nämlich kurz vorher noch aufgetaucht, aber die hat es wohl dann noch erwischt. Ja, dann ist das so. Ich dachte so, wir könnten da jetzt mal gleich unsere Waffen ausprobieren, aber dem ist wohl nicht so. Vielleicht kommen ja noch welche und dann können wir das gleich mal machen. Gut, wir gehen erstmal hier ans Dock gerade ran, gucken rein, was hier gibt. Und dann wollen wir ja die Ausrüstung ändern, ne? Lasergeschützturm aus Titan. Was haben wir hier noch? Vierfachbolter, Doppelbolter. Alles jetzt nicht das, was ich haben möchte. Fortgeschrittenes Handelssystem kostet uns hier 91. Das kaufen wir mal. Hier sind noch zwei verbesserte Handelssysteme. Was haben wir denn hier zum Verkaufen? So, hier geht's weiter. Tesla. Hightech-Handelssystem haben wir hier. Das wollen wir noch ein bisschen besser machen eigentlich, ne? Hier haben wir noch ein fortgeschrittenes Handelssystem. Und da ist ein verbessertes Handelssystem. Gut. Kaufen wir auf. Und hier ist noch ein Standard. Ich will das verbessern, ne? Gut, hier war nichts. 19 Minuten läuft noch. Alles ist gut. Jetzt gehen wir mal hier rein. Ne, Quatsch, das war falsch. Hier rein und dann bauen wir das da mal aus. So, jetzt sind wir da raus. Das war 4 und das hat 5. Das wollen wir einbauen. Und dann kommen noch 2 dazu, wenn wir das fest installieren. Gut. Quantum Überraum Update. Jetzt haben wir hier 3 von denen. Eins davon. Ja, da müssten wir noch eins davon haben, damit das vielleicht besser wird. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen zukaufen, damit das klappt. Ja. Erstmal gut. So, wir sind für den Sektor jetzt diesmal nicht so schlecht bewaffnet, ne? Steht da. Okay. Hier sind noch ganz viele Blips in der Nähe, ne? Vielleicht fliegen wir mal gerade dahin und gucken uns da um. Wo ist denn jetzt hier? Da oben. Haben hingedreht und geguckt, was da so los ist. Was ist das? Ein Asteroid in einer besonderen Anordnung. Das sieht ja krass aus, oder? Und da drumherum ist noch was Blaues. Wahnsinn. Okay. In einer Sternenform ist das hier. Was sind die blauen Marker? Keiner weiß es. Wir sind allein, oder? Man kann damit interagieren und untersuchen das. Schildobjekt Nummer 9. Lenkt Schildenergie in Versuchsobjekt Boss. Warte auf Position. Was anders? Nochmal untersuchen. Tja. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist. Gehört wahrscheinlich zur Story oder so, ne? Vielleicht weiß Thomas das.
Notiz hinzufügen. Besonderer Asteroid. Sternförmiges Feld. Okay, da haben wir eine Info. Sind da auch noch welche Sachen? Gucken wir auch mal an, oder? Computer berechnet, wir fliegen. Bin ich gespannt, ob es da auch was gibt. Eben, das war Nummer 9, ne? Den hätten wir die dabei schreiben sollen. Und wir gucken mal, was wir hier bekommen. Na? Der Sektor dauert sehr lange zu laden. Ah, jetzt hat es geklappt. Okay. Wertvolle Objekte gefunden. Was sind das hier für Teile? Gibt's hier was? Das ist jetzt der Asteroid, den ich ausgewählt habe. Nichts Besonderes, ne? Wo ist denn das jetzt gerade gewesen? Warum, wofür sind diese Felder hier? Sind doch Kanister oder sowas, ne? Container. Alles Container oder was? Wofür sollen die gut sein? Keine Ahnung. Wo ist das wertvolle Objekt? Ist die Frage, ne? Kann natürlich überall sein, ne? Der sieht schon interessant aus, der Asteroid, aber ist nur Titan, oder? Da war nix. Also, warte mal hier. Ist hier noch was? Brocken, da ist das was Besonderes. Der ist zwar groß, aber ich glaube, der ist nichts Besonderes, oder? Ja. Ja.
Irgendwo kann so ein Container sein, der was beinhaltet, aber wer weiß wo. Ist das das besondere Objekt? Das sieht so aus. Das ist der Asteroid, der ein besonderes Objekt ist. So, interagieren wir mal. Nehmen den ein. Und Mine gründen könnten wir. Eine Kohlemine wird zum Beispiel gehen. Die Preise noch günstig, ja. Bringt es uns hier eine Kohlemine zu machen oder einen Ölbohrturm? Ja, gute Frage, ne? Silizium, Kohlemine oder Ölbohrturm? Würde ich mal die Karte fragen wollen. Weil da müssen wir eine Raffinerie für haben für Öl. Eingenommen, Asteroid, Raffinerie, Raffinerie, Ausrüstung, Reparatur. Raff, wo ist denn das Raff hier? Ach, ein Solarkraftwerk ist das Raffinerie drinne. Da ist eine dann. Ölraffinerie. Ja, müsste man dann so machen, ne? Da abbauen, da hinschicken, oder? Oder nicht abbauen. So weit weg ist sie nicht, ne? Kann man eigentlich machen, oder? Und was wäre mit der Kohle? Gibt's hier gar nicht, doch da gibt's Kohle. Kohlemine M. Gib mal Öl ein. Ist hier gar nicht, ne? Ölbohrturm zeigt er mir nicht an, oder? Weißt du was? Wir machen das mal. Wir bauen hier unsere erste Mine hin. Und zwar bauen wir da den Ölbohrturm. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Ein Asteroid wird in einem Ölbohrturm ausgebaut. Der Bau einer Station erhöht deinen Einfluss in diesem Sektor. Dein Verhältnis zu lokalen Fraktionen ändert sich, wenn du deinen Sektor übernimmst. Ja. Was machen wir da? Öl. Wie nennen wir das Ding denn? Erster, erster, keine Ahnung. Ich habe keinen Namen dafür. Spritquelle. So, zack. Das ist jetzt unsere Spritquelle. Oh, warte mal, da ist schon einer, der schon was macht, oder wie? Ja, das hat schon mal gut geklappt. Was passiert hier gerade mit dem da? Wie verstehe ich das? Hammer, oder? Da werden jetzt die Asteroiden weggeschoben, oder wie sehe ich das? Hä? Ist das so? Hammer, oder?
Ja, da werden die Asteroiden weggeschoben. Das ist ja krass, oder? Ja, und um den Bau müssen wir uns wohl in der nächsten Folge kümmern, weil da brauchen wir noch so ein paar Sachen, die da drauf sind, ne? Weil wir müssen ja noch umbauen, ne? So Energie und sowas braucht man da drauf, oder wie war das? Und Tanks zum Lagern und so. Ja, gut, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.